Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer jeglichen Geschlechts. Heute begrüßen wir euch zur 58. Ausgabe der Gender Agenda Satan und die Musikindustrie mit der Käthe Busch oder für die Anglikaner unter uns Kate Busch in der Folge 7. Das heißt, wir haben jetzt schon 6 Stunden lang diese Frau bzw. ihre Werke uns untersucht, denn in der Bibel steht schon drin, in ihren Werken, in ihren Taten werdet ihr sie erkennen. Und bis jetzt haben wir schon eine ganze Menge da herausgefunden und ich kann euch versprechen, es wird nicht besser werden, es wird halt interessanter werden, glaube ich, hoffe ich. Und dies machen wir hier in dem Format Stunde der Wahrheit. Deswegen schauen wir uns halt die biblischen Bezüge an von den Werken, die die Käthe Busch uns hier verkaufen will und auch recht erfolgreich verkauft hat. Und dies mache ich in Kollaboration, in Zusammenarbeit mit den Kanälen Joggler 66 und Jogglers Wars on Info. Beide geleitet von meinem Bruder Jörg, den ich jetzt hiermit als Co-Moderator, Produzent, Regisseur und der Stimme im Hintergrund begrüße. Hallo Jörg. Hallo Michael. Ja, es ist Jogglers War on Disinfo. Ja, ich mache nicht War on Info, sondern War on Disinfo. Und ich habe gerade eben Lachkrampf bekommen bei deiner Begrüßung. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer jedweden Geschlechts. Ja, also wenn du mit Zuschauerinnen und Zuschauern schon männlich und weiblich ansprichst, welche Geschlechter gibt es denn dann noch? Welche Anrede hat man denn dafür? Ja, nee, das ist ja, im Grunde bringst du ja die Menschen selbst in eine Bredouille. Als was wollen die denn angeredet werden? Als S? Hallo S? Ja, weißt du, ein S ist für mich eine Sache, das ist für mich wie ein Regenschirm. Wenn ich einen Regenschirm trete, dann habe ich da kein Problem mit. Kann ich den also auch treten oder was? Ich meine, was machen die Leute eigentlich? Die erniedrigen sich ja zu etwas Unmenschlichem, wenn sie das noch nicht mal merken. Also bitteschön. Ja, also wie gesagt, Jogglers War und Disinfo und Halbstunde der Wahrheit. Sag doch einfach nur, mit dem Jörg mache ich das zusammen, auf welcher Plattform auch immer. Gut, das mache ich in der nächsten Ausgabe. Nachher machen wir das, wenn wir die nächste Sendung machen und die übernächste Sendung machen, dann mache ich. Wenn wir die 59. Okay. dann beginnen, dann hast du es endlich gelernt, dass das einfach ganz einfach ist. Hallo Jörg, machen wir das zusammen. Ja, genau. Ja, und ich bin jetzt gespannt, wie du deine Frustration, also deinen Frust über das Word-Programm, das du heute am Tag erfahren hast, in diesem Programm jetzt abarbeiten wirst. Ich schätze mal, die Käthe Busch wird einiges zum Ausbaden haben. Und ich freue mich darüber, weil eine teuflischere Frau als die habe ich bis jetzt noch nicht kennengelernt. Das war mein ganzes Leben überhaupt nicht bewusst. Aber ich bin gespannt dazu, was du uns auf den nächsten über 100 Seiten zu erzählen hast. Und deswegen will ich auch gar nicht groß aufhalten, sondern sagen, lass uns dann mal anfangen oder lass die Spiele beginnen. So, die Käthe Busch, die wird ja von den meisten Menschen als klein, zierlich, süß, lieb, nett, erotisch, lustig und interessant, geheimnisvoll und so weiter und so fort gnadenlos unterschätzt. Und das ist halt ein Attribut, was Frauen ganz oft haben. Man traut denen gar so böse Dinge nicht zu. Vor allen Dingen, wenn sie noch einen gewissen Titel haben, wie zum Beispiel Mutti. Das ist ja nur mal ein Beispiel jetzt. Und deswegen haben wir auch immer solche Assoziationen, wo die Leute sich eben oder die Hörer und die Konsumenten dieser Musik eben ganz, ganz stark von der Musik ablenken lassen und von dem Lächeln ablenken lassen und von dem Lippenstift, von den großen Rehaugen. Oh, schön. Aber das ist genau das, wo die dunkle Seite mitarbeitet. Und dieser Seite gehört Käthe Busch nun mal an. Und da werden wir heute und in den nächsten Sendungen mal so richtig aufzeigen, was die Dame in ihrem Leben so alles geleistet hat, beziehungsweise sich geleistet hat. Und wir haben jetzt hier beispielsweise dieses Bild mit dem Löwen da drauf. Das ist ein Original-Ticket von ihrer Tour, Käthe Busch Tour. Also von den Leuten, die gedacht haben, die ist so klein, zierlich und ja, die tut keiner Fliege etwas zuleide. Da muss man sagen, gut, warum zeigt denn dann dieses Ticket einen Löwenkopf? Mit Käthe Busch Tour. Da seht ihr ja ganz genau, Käthe Busch Tour, ein Löwenkopf. Löwe ist ja normalerweise ein dominantes Tier, ein Herrschaftssymbol auch noch. Ihr kennt das noch, so der Löwe von Babylon. Das heißt, die Assoziation mit einer schüchternen, kleinen, zierlichen Person, die so ein bisschen tanzt, die passt auf dieses Cover oder auf dieses Symbol überhaupt nicht. Und deswegen gucken wir uns die Geschichte mit Käthe Busch mal aus der symbolischen Leiste an.
Wir haben ja in der allerersten Folge uns angeschaut, im nächsten Bild nochmal aufgefrischt, dieses Cover, wo es halt darum geht, dass Kate Bush also an einem kreuzähnlichen Gegenstand hängt und hinter ihr ein roter Drache ist, der auch noch zu dem Feuer spuckt und links ein Auge, wie ein Augesymptomatik, Symbolik mit einer Iris, die dann auch an Isis erinnert, die ägyptische Königin oder die ägyptische Göttin besser gesagt, die eigentlich Seramis ist. Dann widerspiegeln kann oder das Auge des Horus. Und das gibt ganz, ganz, ganz viele Symboliken, die wo es halt mit dem Auge geht. Und mit diesen komischen Schriftfonds, die sie da hat. Und meine Hypothese wäre diejenige, dass sie das extra macht. Denn dann kann sie sagen, naja, schaut mal hier, Jungs, ich habe jetzt extra so ein bisschen so auf fernöstlich gemacht. Gab ja auch Ende der 70er, wo sie dieses rausgebracht hat, so eine Single der englischen Sängerin Anika, die hieß My Little Japanese Boy, ja, und die hatte da auch immer so eine komische Perücke auf und so und hat so ein bisschen auf asiatisch gemacht, ne? Und im asiatischen Raum ist eben die Schlange und der Drache, also die beiden Tiersymbole sozusagen, die Satan und den Teufel repräsentieren, ganz, ganz, ganz hoch angesehene Tiere. Unter anderem sind hier auch im chinesischen Horoskop vorhanden, Schlange und Drache. Und das ist jetzt ein ganz großes Trickstück sozusagen. Das heißt, wenn man sich auf die fernöstliche asiatische Mythologie versteift, dann kann man nämlich immer diese Symboliken zeigen und sagen, ja warum? Wir finden eben alles, was aus Asien kommt und mit der Mythologie her und mit der Religion erfinden wir ganz dufte. Ja, aber in der biblischen Situation heraus, aus der biblischen Symbolik heraus, sind das eben Symbole des Teufels. Ja? Und da wir wissen, dass Kate Bush eben schon mal einen ganzen Hare Krishna Gruppe da eingeladen hat und auch sonst der fernöstlichen Mystik nicht gerade abgeneigt ist, ist das meiner Meinung nach ein Eintrittstor und zum Zweiten eine Ablenkungssymbolik, um halt solche Symbole benutzen zu können und dann ganz unschuldig mit großen Kulleraugen und einer süßlich säuselnden Stimme zu sagen, ja, aber warum? Ich habe doch nur die Sachen gemacht, weil die in Asien so bekannt sind. Und das findet ihr bei den Beatles, das findet ihr bei Kate Bush, das findet ihr bei, wo, mit wem war es denn noch? Na, da fällt mir noch gleich noch jemand ein, das war doch noch irgendwo, ja, da kommen wir später, glaube ich, zu. Gut, also nochmal, das ist der Grund, warum meiner Meinung nach hier diese asiatischen Schriftarten da gezeigt werden auf Kate Bush, The Kick Inside. Denn ein anderes Lied aus dem Album The Kick Inside heißt Strange Phenomena, das heißt zu Deutsch ein seltsames Phänomen. Da sind wir ja schon wieder bei der Mystik. Und da gibt es unten drunter den Songtext und der fängt genau an mit Bald wird es die Phase des Monds sein, wenn die Leute sich einschalten. Soon it will be the phase of the moon when people tune in. Und schon sind wir mittendrin in Astrologie, Astronomie und in sonstigen mythischen Geschichten, wo der Mond angebetet wird und wo es eine Mondgöttin gibt. Also schon sind wir in einem kompletten Heidenprogramm drin, und zwar volle Pulle. Da steht nämlich beispielsweise drin, Every girl knows about the punctual blues. Also jedes Mädchen oder jede Frau weiß über den zeitweise schlechte Stimmung. But who's to know the power behind our moves? Aber wer weiß von der Macht hinter unseren Bewegungen oder hinter unseren Schachzügen. Ja, da ist also schon mal eine ganz, ganz komische Textzeile, die erste Textzeile, deswegen heißt es ja auch ein seltsames Phänomen. Und dann steht da unten drunter noch Soul birds of a feather flock together. Also, dann heißt es im Endeffekt so ungefähr wie Seelenvögel, ne? Also Seelenverwandte, die halten zusammen und die schweißen sich zusammen. Also das gibt da schon eine ganz, ganz, ganz komische Geschichte dazu, ein ganz komisches Geschmäckle, wie da man so im Süddeutschen, glaube ich, sagt. Und die Auflösung dieses ganzen Rätsels sozusagen, was Kate Bush uns hier macht, ist nämlich eben dann die Textzeile Om Mani Padme Hum. Und wer jetzt denkt, das hat irgendetwas mit Alkoholpegel zu tun, dass man sowas schreibt, nein, es hat es nicht und ich mache mich da auch gar nicht um gewisse Menschen lustig. Wir können das hier nicht so ganz verstehen, warum man halt so ganz, ganz kurze Wörter bildet und die dann so als Satzverkettung macht, weil bei uns gibt es sowas irgendwie nicht, dass man halt irgendetwas mit Om beginnt. Das ist halt eine Vokalkonsonantenfolge, die halt bei uns mit Omelett vielleicht verbunden wird, aber doch nicht mit irgendetwas ganz, ganz ernsthaften, religiösen. Und deswegen habe ich da ein kleines Sternchen gemacht. Ist aber kein fünfzackiges zum Glück.
Und zwar deswegen, weil ich da unten drunter den Verweis gemacht habe, da gibt es eine Bedeutung zu und eine Erklärung zu, was eben Om Mani Padme Hum heißt, was ich vorher auch nicht wusste. Man kann ja auch schließlich nichts alles wissen. Und das kommt aus dem Sanskrit, also aus dieser heiligen Schrift und aus dieser Schrift, die eben aus dem Indischen kommt, indischen, tibetanischen da. Da ist es ein buddhistisches Mantra, also was dann gesprochen und gemurmelt wird, das ist ein Mantra, das eben dem Bodhisattva, dem Mitgefühl und so weiter zugeordnet ist. Es gibt schon seit dem 5. Jahrhundert und ist das bis heute populärste Mantra des tibetischen Buddhismus. Das heißt, jetzt können wir die Dame schon mal einsortieren und sagen, okay, schau an, schau an, schau an. Sie macht Werbung für den Buddhismus. Das ist ja das, was sie ja sagt. Ne? Sie macht ja ein Lied darüber und deswegen wird sie sich ja auch in irgendeiner Art und Weise damit identifizieren. Sonst würde sie ja da dem einen Lied nicht widmen, wenn sie das nicht interessant, spannend und ansonsten interessant und für sie halt geeignet fände. Und deswegen habe ich jetzt das einfach nur mal da unterkopiert mit ein paar Bildern, damit ihr seht, das ist für uns weder wortwörtlich noch irgendwie symbolisch irgendwie zu greifen, weil das halt eine komplett andere Kultur ist als die unsere. Wir können da gar nichts mit anfangen. Für uns sind das also quasi Hieroglyphen wie aus Ägypten. Also wir können da erstmal gar nichts zu sagen, müssen das erstmal so hinnehmen und sagen, aha, interessant. Ja? Und in diesem Om Mani Padme Hum ist eben die Silbe Om drin. Und diese Om-Silbe ist im Hinduismus, aha, wir haben also jetzt nicht Buddhismus, sondern schon wieder Hinduismus. Also wir springen jetzt von einer Religion in die nächste. Da ist es auch als eigenständiges Mantra sehr beliebt. Das heißt, da gibt es nur noch diese bekannte Silbe Om. Das gibt es ja sogar in irgendwelchen Werbefilmen, dass die da mit Om irgendetwas darstellen und sagen, ah, guck mal hier, wir meditieren und wir konzentrieren uns, wir sind völlig jetzt so in uns selber versunken. Und dieses Om heißt letzten Endes, naja, also, da kommen wir, glaube ich, gleich zu. Ja, aber das gibt halt eben eine eigenständige Bedeutung sowohl im Buddhismus als auch im Hinduismus. Da sehen wir schon, die ganzen Sachen sind jetzt nicht so unähnlich. Hm? So, und diese Bedeutung hat eben dieses Om Mani Padme Hum, dass man da, wenn man das öfters murmelt, sich eben auch die Reminiszenz macht, ein Respekt sein bezeugt an die entsprechenden Gottheiten, heidnischen Gottheiten dann, da gibt es ja mehrere. Und im Buddhismus gibt es, soweit ich weiß, überhaupt keine Götter. Da hat mir mein persischer Freund, der überzeugter Buddhist ist, hat mir mal gesagt, oder überzeugter Hinduist ist, was ein Wort, hat mir mal gesagt, dass Buddha selber alle möglichen Gottheiten abgelehnt hat. Das ist das Problem, dass dann Buddha aber ein Mensch gewesen ist und dass es dann quasi die Lehre eines Menschen ist und wir müssten dann darauf vertrauen, dass dieser Mensch besonders, ja, ich will jetzt nicht sagen erleuchtet ist, aber ich glaube, ich lasse dieses Thema besser. Definitiv ist es so, wie gesagt, dieses Om Mani Padme Hum, das sie hier protegiert und das sie hier promotet, das ist eben ein absoluter Ausdruck des Mitgefühls. Und das rezitiert man, das heißt, das macht man also ganz oft, dass man halt sich damit dann versinkt. Und ja, das ist das Problem in der Geschichte. Und in diesem Om selber ist eben der Urlaut enthalten, laut der Definition, dass eben ein Mantra ist, dass unser derzeitiges Universum daraus entstanden ist, aus dem Laut Om. Das heißt, das, was wir Urchristen sagen, dass eben Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht, ja, dass eben quasi das in den Religionen, wo es das betrifft, sprich Buddhismus, Hinduismus als Om interpretiert wird. Das ist sehr interessant. Das heißt, da muss irgendjemand schon dabei gewesen sein, um das zu wissen, oder? Ja, da ist ja halt immer die Frage, wo kam denn dieses Wissen her? Und meines Wissens nach ist das ja halt eine Überlieferung und ich habe bis jetzt keine Beweise davon gesehen, dass es da irgendeine Aufzeichnung gibt. Man sagt nämlich immer, das kommt aus dem Sanskrit und das ist eine Geschichte, dass wir hier im westlichen Hemisphärenbereich eben so nicht nachprüfen können, weil ich zum Beispiel die Schrift nicht kann. Ich kann mir das mit dem Hebräischen, kann ich mir das noch mit Programmen angucken, aber ich habe jetzt hier noch kein Programm mit Sanskrit. Ich wollte da jetzt auch gar nicht extrem weit drauf hinaus. Ich wollte nur darauf hinaus, dass diese Dame, Kate Bush, sich eben dann für die asiatische Mystik interessiert, anscheinend. So. Und dieses Om ist eben dann dieser angebliche Urlaut.
Und dann heißt dieses Mantra eben angeblich aus dem lotusähnlichen Licht des Aum ertönen Donnerschläge. Ne? Da sind wir dann schon wieder fast bei der griechischen Mythologie mit dem Zeus, der dann Blitz und Donner auf die Erde wirft. Ja? Und das ist eben ein tönendes Licht. Und da dürften wir jetzt schon ein bisschen hellhörig werden, weil tönendes Licht, da haben wir doch schon Töne drin in dem Licht. Ja? Das heißt, da haben wir doch schon irgendeine Reminiszenz auch wieder an Musik. Ja, und diese leuchtenden Melodien angeblich, ja, von diesem Om Mani Padme Hum, das hat eben ein indischer Poet und Mystiker das so gedeutet, dass es eben aus der Mythologie stammt und eine Saat bezeichnet, die die Eigenschaft besitzt, in der Dunkelheit zu leuchten. Tönendes Licht und leuchtende Melodien stehen in der Mystik für das Licht- und Tonprinzip, die ebenfalls die ersten Offenbarungen Gottes sind. Ja, so, das heißt, die sind zumindest auch der Überzeugung, dass eben alles aus einer Offenbarung oder aus Wörtern geschaffen worden ist und eben nicht aus der, ne, Evolution. Gut, und dieses tönende Licht, und da sind wir jetzt schon wieder bei der nächsten Geschichte, ist eben am dritten Auge, das Einzelauge und das sechste Chakra zwischen und hinter den Augenbrauen in der Meditation zugeordnet. Und das ist das, was Kate Bush interessanterweise in vielen Tourneen auch zeigt, indem sie sich da halt so ein schwarzes Etwas zwischen die Augen da geklebt oder montiert hat. Ne, dieses sogenannte dritte Auge, mit dem man noch besser sieht als nur mit dem zweiten. Ja, und dann gehen wir mal weiter. Jetzt will ich mal weg von der indischen Mystik und den buddhistischen Mantras. Jetzt kommen wir zu Hounds of Love. Das ist das Titelstück, wo eben hier von Hounds of Love, mehr Hounds of Love geht nicht. Und das ist das Album, wo es eben darum geht, wo eben diese Singles, die wir letztens besprochen haben, Running Up That Hill und Cloudbusting eben von stammen. Und das erste Intro von diesem Stück heißt It's in the Trees, It's Coming. Und diese zwei Zeilen kommen von dem 1957er Horrorfilm Die Nacht des Dämon. Ja, und da habt ihr rechts ein Kinoplakat davon, ist jetzt Godzilla nicht so ganz unähnlich, hat aber dieses Vieh hat aber irgendwie so zwei riesengroße Hörner, zusätzlich zu den zwei großen Ohren, was ich dann auch als Reminiszenz an Satan ganz interessant fand. Oder Dämonen sind ja im Prinzip gefallene Engel oder halt schwarze Engel oder halt gefallene Engel, wie euch das aussuchen wollt, ist egal, sind auf jeden Fall Diener Satans. Und wenn die halt da so ein schöne zwei Hörner bekommen, dann ist es doch dann sehr, sehr passend, finde ich. Ne? Deswegen will ich jetzt einfach jetzt so stark gar nicht auf den Text eingehen, sondern einfach mehr auf die schöne Symbolik, die wir da sehen, mit den Hörnern und mit der Nacht des Dämons. Dann haben wir direkt schon die Nacht dabei, die Dunkelheit, und wir haben den Dämon dabei, wir haben eine rote Schrift auf schwarzem Grund, wir haben alles, was uns letzten Endes zeigt, das geht nicht mit rechten Dingen zu tun, schon gar nicht mit christlichen Dingen zu tun, ja. Und sie schreibt halt einfach, als ich Kind war und in der Dunkelheit, in der Nacht gelaufen bin und so weiter und so fort. Und wie auch immer es ist wiederum nichts Positives. Keine Kinder, keine alten Menschen, keine Tiere, kein gar nichts. Es ist in den Bäumen und es kommt. Ne? Und damit meint sie halt die Dämonen, die da irgendwie warten, nachts herauszukommen aus dem dunklen Wald oder wo auch immer. Ne? Das hat sie da mit ausgesagt. Und deswegen habe ich jetzt nochmal ein schönes, großes Foto, damit ihr seht, wie viel Mühe sich auch die Set-Designer gegeben haben mit diesem Viech. Das ist wahrscheinlich irgendwo in Stop-Motion gemacht worden. Das heißt, da steckt dann irgendein Schauspieler unter der Maske, so wie bei Godzilla. Ist dann immer irgendwie so ein bisschen lustig, wenn man so alte Horrorfilme sieht. Aber es geht nur einfach darum, die Symbolik, da geht es im Augenblick drum. Ne? Diese zwei Hörnchen da. Und deswegen wissen wir ganz genau, aus welcher Ecke diese Mythik oder Mystik und diese Symbolik dann auch stammen müsste. Hm? Ja, dann machen wir einfach mal lustig locker weiter. Und zwar hat mir der Jörg gestern, weil er gesagt hat, Mensch, die Kate Bush-Script, das ist noch gar nicht so groß, das könnte noch ein bisschen erweitert werden, hat er mir gestern so eine Dokumentation noch so geschickt und habe gedacht, ja gut, wenn du willst, ne, dann mache ich das eben, baue ich das noch mit ein. Und da sind eben, habe ich jetzt hier mal so ein paar Video-Captures, also zu Deutsch Standbilder hier mal so eingefügt aus dieser Dokumentation, dass ihr dann direkt seht, unten links mit dem Time-Marker bei 20 Minuten 57 zum Beispiel, da seht ihr jetzt mal ein paar Bilder aus dieser Dokumentation, die ihr euch gerne auch selber angucken könnt. Die heißt nämlich so, Story Documentary. Ist jetzt wohl in Englisch, aber ist ja kein Problem. Ich habe mal so ein paar Stichwörter hier rausgesucht. Ich meine, ihr seht ja die Symbolik auf der Bühne ganz in Rot.
Und die Dame ist da in so einer Eischale oder sowas drin, ne? Wird also da gerade da so rausgeboren und kommt dann also da raus. Und interessant fand ich, wie dann der Untertitel heißt: The Tour of Life, also die Tour des Lebens, ist ein musikalischer Zirkus, der Songs, Tanz, Mimik, Magie und Theater kombiniert. Und da haben wir doch schon wieder die Magic drin. Ja, da haben wir doch schon wieder Magik drin oder Magus drin und Magie drin, was letzten Endes Zauberei bedeutet, nichts anderes. Und zwar immer in dem Kontext fauler Zauber, sprich von der dunklen Seite. Von Satan, der eben sagt seinen Dämonen: Ey, wenn ihr jemanden habt, der uns gewogen ist, ja, dann unterstützt den einfach, ne? Weil jemand, der unsere Agenda weiter voranbringt, der hilft uns, ne? Ja, und deswegen Magic ist halt dann schon so ein Stichwort, so ähnlich schlimm wie in Anführungsstrichen schlimm wie Midnight oder wie Dawn. Das sind halt alles so Codewörter. Da muss man halt einfach nur schauen, in welchem Kontext die da benutzt werden. Und wenn es da jetzt geht um Kate Bush, na, da gucken wir uns doch mal die nächsten Bilder an. Welche Magie sie denn da benutzt, ne? Ja, da seht ihr auf dem Bild erstmal gar nicht so viel. Interessant fand ich aber dann auch, dass sie dann beispielsweise da auf der Bühne augenscheinlich so eine große Pyramide aufgebaut hat, ne? Ja, eine silberne oder eine helle Pyramide. Ja, interessant. Die Frau scheint also auch öfters Urlaub irgendwo in Ägypten zu machen. Oder hat es vielleicht einen anderen Hintergrund? Schauen wir uns die nächsten Bilder doch mal an. Da seht ihr hier bei einem Song von ihr, dass sie mit einer großen Schrotflinte oder mit einem Gewehr dann da auf der Bühne steht. So viel nochmal eben zu: Süßes kleines Mädchen, tanzt ein bisschen, ist ja so niedlich. Ich habe das extra wegen diesem Gewehr da mal eingefroren sozusagen, dass ihr dann wirklich sehen könnt, also so niedlich, lustig und unbeschwert und unschuldig ist die nicht. Und dieses Konzert, wo es drum geht, ist also wirklich schon sehr, sehr alt, da war sie noch sehr, sehr jung. Na, und da war sie anscheinend gar nicht so schüchtern in der Auswahl ihrer Requisite. Oder wie würdet ihr das interpretieren, wenn dann plötzlich jemand mit einem Gewehr auf der Bühne steht? Ich denke, wenn man das in Deutschland machen würde, dann, naja, ich denke, das wären dann nicht so viele Leute von begeistert, wenn dann plötzlich ein Sänger oder Sängerin oder eine Gruppe mit einem Gewehr auf der Bühne steht. Ne? Man weiß ja nicht, ist das echt, ist das eine Requisite oder. Ja, könnte man ja zumindest schon mal besorgt sein, wenn man Eltern ist und dann plötzlich sagt: Na, mein Sohn, meine Tochter, die findet eine Sängerin gut, die Gewalt verherrlicht, ja, nichts anderes macht sie damit. Ne? Gut, gehen wir zum nächsten Bild. So, da seht ihr nämlich mal die Kate Bush, dann war sie wirklich noch ziemlich jung. Ich weiß nicht genau, wie alt sie da war, aber jetzt nur mal, das ist aus derselben Dokumentation und aus demselben Zeitrahmen. Ja? Und da habt ihr dann, wie gesagt, das ist 20 Sekunden später im Video. Ungefähr, ne, so hat die damals ausgesehen, also da war sie noch ziemlich jung und immer mit diesem knallroten Lippenstift. Ne? Gut, nächstes Bild. So, da seht ihr jetzt, das ist ein Ausschnitt aus dem Peter Gabriel Video Games Without Frontiers, zu Deutsch Spiel ohne Grenzen. Und da hat sie Background Vocals gemacht, also im Background gesungen, bei mehreren Liedern von ihm. Ja? Und die beiden, die haben miteinander eine ganze Menge gemacht. Das kommt auch in späteren Folgen noch rüber. Da will ich mich jetzt gar nicht drüber auslassen. Aber auch dieses Video ist nicht gerade sehr, sehr positiv bestückt. Aber nur mal, dass ihr seht, das kommt wirklich alles aus dieser Dokumentation. Und da hat sie jetzt einen Ring im Mund. Und das geht um eine Houdini, also um diesen Zauberkünstler oder diesen vermeintlichen Zauberkünstler, also den Entfesselungskünstler und Magiekünstler Harry Houdini. Dass da ein Schlüssel simuliert, mit dem er wohl seine Schlösser auf machen kann. Und da, der Trick bestand wohl darin, oder einer seiner Tricks bestand wohl darin, dass seine Assistentin ihn geküsst hat und dann halt einfach über die Zunge ihm den Schlüssel in seinen Mund dann halt geschoben hat und damit konnte er sich dann befreien. Ne? Und da hat sie dann halt einfach diesen Zauberer Houdini, diesen Illusionist, diesen Magier Harry Houdini wiederum genommen als ein Song wieder ihm zu widmen. Das heißt, die Frau interessiert sich ganz stark für solche Themen. Magie, Zauberei, Mystik, Religion, das sind immer ihre Themen. Ja, das sehen wir im nächsten Bild. Sehen wir die Referenz nochmal. Ja, with a kiss I would pass the key. Also mit einem Kuss werde ich den Schlüssel übergeben, überreichen. Ne? Das war eben die Geschichte dazu. So, und sie hat in einem ihrer Videos, beziehungsweise auf einem ihren Alben, hat sie den Peter Gabriel, der früher bei Genesis da gesungen hat und Frontsänger und Frontmann gewesen ist, hat sie dann so als Widmung
einen Satz hingeschrieben, hat gesagt, Dank an Peter Gabriel, dass er die Fenster geöffnet hat. Und das kann man jetzt mehrdeutig verstehen. Ja, das kann man so verstehen, dass er sagt, ja, er hat sie rangeführt an Synthesizer, speziell an diesen berühmten Fairlight CMI-Sampler. Man kann dann sagen, okay, er hat sie einige Fenster der Kreativität geöffnet, aber es könnte auch noch ganz andere Fenster sein, in ganz andere Ebenen und mit ganz anderen Dingen, die halt wir jetzt so gar nicht herauslesen können. Aber ich denke, Kate Bush wird schon genau gewusst haben, was sie da schreibt. Und die beiden können auch dann so auf diese Art und Weise kommunizieren und sich dann darüber grinsen, dass wir erstmal als Außenstehende, nicht Eingeweihte, nicht wissen, was die da überhaupt mit gemeint haben, weil das kann halt, wie gesagt, mehrdeutig sein. Zu dieser Zeit gab es noch kein Windows-Software. Das heißt, es kann mit den Computerprogrammen von Microsoft nichts zu tun haben. Da, wir reden jetzt hier über 80, 81, 82, 83 die Ecke. Da gab es noch kein Microsoft Windows, laut meiner Information jetzt aus dem Kopf zumindest. Ne? Also das kann jetzt alles möglich sein. Und da wir wissen, dass es in verschiedenen Mythen, in verschiedenen Religionen, in verschiedenen okkulten Bereichen ein Fenster halt einfach als Tor, als Öffnung zur Geisterwelt halt auch beispielsweise beschrieben ist. Wenn ihr denkt an Wuthering Heights, stürmische Höhen, wo da der Geist an das Fenster geklopft hat und dann halt durch das Fenster reinkam. Oder bei The Alan Parsons Project, wo der Rabe durch das Fenster hereinkam. Ja, dass immer Wind und Fenster alles bedeutet, aha, da kommt jetzt jemand aus der anderen Dimension sozusagen, da kommt jetzt ein Geist, ein Spirit. Und es kann ja gut sein, dass Peter Gabriel die Kate Bush inspiriert hat. Wir werden einige Similaritäten, einige Gemeinsamkeiten zwischen den beiden werden wir in den nächsten Folgen schon auf jeden Fall sehen, denke ich. Ne? Auf jeden Fall fand ich das hier sehr, sehr interessant und nicht zu unterschätzen. Diesen einen für sich erstmal unbedeutenden Satz, Peter Gabriel for opening the windows. Ne? Sie meint es bestimmt nicht wörtlich, dass der Peter Gabriel da irgendwo in ihren Songstudio, Tonstudio da die Fenster aufgemacht hat, weil sie sonst an ihrem Haschig da, ne? Nein, das hat andere Bedeutungen, definitiv. Ne? Wenn ich sowas schreibe, das klingt halt so profan, aber ich denke, da steckt was ganz anderes hinter und in einer zukünftigen Lesung werde ich, glaube ich, da oder werden wir da, glaube ich, auch gut einhaken. Machen wir mal weiter. So, da sehen wir jetzt beispielsweise mal ein typisches Video von Kate Bush eben aus dieser Story-Documentary immer noch, wo dann eben so zwei komische Wesen, die dann so einen langen, großen Hut aufhaben und in weiß gekleidet sind, irgendwie als schematische Figuren durchs Video schleichen. Das haben wir an fast jedem Video von ihr mittlerweile. Dass also irgendwelche Reminiszenzen, irgendwelche Andeutungen da sind, dass es da noch irgendwelche anderen Dinge gibt, die wir nur schemenhaft wahrnehmen können. Und das hinter ihr sieht ja auch so ein bisschen aus wie, naja, ne, könnte ja alles Mögliche sein, irgendwie so ein Tunnel oder sowas. Also diese Symbolik, ihr könnt euch ja die Dokumentation bei Interesse gerne anschauen. Ihr habt ja da unten auch den Timemarker stehen, 34 Minuten 17. Da seht ihr ja, und da könnt ihr euch ja euren einen Reim drauf machen. Ja, den könnt ihr euch auch auf dieses Bild machen, bei diesem Textmarker 35, 57, wo hinter ihr ein Ziegenbock oder sowas auftaucht. Ne? Oder ein Mann, besser gesagt, der so eine komische Maske auf hat. Und dann links und rechts zwei Harlequins. Da erinnere ich doch euch immer an die Lesung von Queen und Freddie Mercury. Huh? Da war doch was. Ja, da haben wir auch mal eine Referenz. Ne? So, und hier haben wir eben noch dieses bekannte Babushka, wo sie halt da so eine Maske trägt sozusagen, so ein Stirnband trägt und was oben halt auch so ähnlich gedeutet werden kann, als wenn sie dann beispielsweise damit andeutet, dass sie dann quasi da über ein drittes Auge verfügt. Ne? Dass eben ein Kopfschmuck angelegt wird, der eine prägnante Betonung hat auf diesem Bereich zwischen den beiden Augenbrauen. Ne? Nur mal so als Beispiel. Und mit diesem Gesicht, mit diesem aufgerissenen Gesicht, diesen Riesenaugen, ja, wenn man den Kontext weiß von Babushka, ist das eben überhaupt nicht positiv. Ne? Also ich nochmal, unterschätzen Sie nicht diese Frau. Unterschätzen Sie grundsätzlich nie eine Frau. Es gibt auch junge Menschen, die darf man nicht unterschätzen. Und ich meine damit jetzt nicht einen speziellen. Ich meine damit jetzt auch nicht oder nicht nur Justin Bieber.
Ja, die sind alle Teil dieser Agenda. Die werden alle gecastet, die werden alle da reingezüchtet, die werden alle da reingeboren. Das ist wirklich kein Spaß mehr. Das sage ich jetzt nicht, um irgendwie jetzt eine Verbindung zum Biber herzustellen, sondern es ist halt einfach, dass Walt Disney beispielsweise einer der okkultesten Läden überhaupt auf dieser ganzen Welt ist, der ja nicht umsonst einen Club 33 hat und so weiter und so fort. Also wer da in der Richtung sich mal informieren will, da gibt es interessante Dokus zu. Und wie gesagt, Walt Disney, Club 33, Freimaurer, 666-Zeichen im Logo drin. Und wen bedient Disney? Ja, Programm für Kinder halt, ne? Damit die halt von vornherein schon immer auf dieser Linie sind und sagen, ach, okkult, alles völliger Blödsinn, was die da erzählen bei YouTube, zum Beispiel so wir. Ja, das ist doch alles nur Fantasie, ne? Disney Magic, da haben wir schon wieder die Magie. Okay, gehen wir mal zum nächsten Bild. So, jetzt haben wir hier einen Ausschnitt aus einem Video, was wir wieder nicht zeigen, weil wir halt nicht wollen, dass wir hier unsere Videos permanent hier schneiden müssen. Und zwar aus einem späteren Lied. Das seht ihr daran, dass Kate Bush doch etwas an Masse zugenommen hat, auch im Gesicht. Und dieses Lied heißt King of the Mountain, also König des Bergs. Also ist ja klar, wenn man erstmal den Hügel hochläuft, also Running Up That Hill, dann hat man ja irgendwann auch mal den, trifft man ja irgendwann noch mal den King of the Mountain, oder? Wenn sie sagt, ich möchte einen Deal mit Gott machen, einen Vertrag mit Gott schließen und dafür muss ich den Hügel hochlaufen, dann hat sie wahrscheinlich auf dem Hügel eben genau diesen King of the Mountain getroffen. Und der King of the Mountain kann ja dann, der meiner Logik zufolge zumindest, nur denjenigen, derjenige sein, der halt mit ihr diesen Deal macht, also Gott, also ihr Gott. Ne? Genau. So, und das ist ihr erster Top-10-Hit in fast 20 Jahren gewesen. Ich habe jetzt nicht aus dem Kopf, weiß jetzt nicht, wie alt das ist, aber das müsste dann irgendwie so Anfang der 2000er Jahre oder so gewesen sein. Sie ist dann halt auch schon deutlich älter. Es geht nicht um dieses Jahr, es geht um diesen Reminiszenz, um diese Symbolik, King of the Mountain, und wie sie oder was sie in ihren Videos zeigt. Da schauen wir uns doch das mal an. Da haben wir doch erstmal eine sehr interessante Symbolik mit dem prominenten Symbol oder Element Luft, was da erstmal vorherrscht. Wir sehen ja da so Tücher, so fast transparente Tücher, die natürlich auf weiß sind und deswegen den Geist symbolisieren. Wir sehen einen schwarz-weiß karierten Flur, also wir sehen eine Freimaurersymbolik, wir sehen ganz viele Säulen. Also es ist dann schon eine sehr, sehr mystische Geschichte. Und naja, also wir drücken es mal so aus, es ist schon so ein bisschen unheimlich und es sieht alles so ziemlich duster aus und hat auf jeden Fall eine Geistsymbolik, weil erstens weiß, zweitens durchsichtig, drittens Wind. Und da sind wir halt mit allen Symboliken schon miteinander verwandt, wenn wir das inzwischen kennen. Wir haben ja in der 58. Sendung und wissen, aha, Wind gleich Geist, weiß gleich Geist und durchsichtig sowieso, weil Geist hat keinen Körper und deswegen, wenn ein Geistwesen sich manifestiert, dann ist es meistens eben so in dieser Form und eben nicht als aus Fleisch und Blut. Ne? So viel dazu. Und das sehen wir im nächsten Clip. Ja. Das ist jetzt kein Spaß und es ist auch keine Montage von mir. Das heißt, das ist tatsächlich so, da könnt ihr dieses Video ja gerne runterladen oder beziehungsweise anschauen oder Doku anschauen. Da tanzt dann also tatsächlich ein Anzug, ein weißer Anzug ohne Körper, tanzt dann um Kate Bush herum und verführt teilweise dieselben identische Bewegungen wie sie. Sprich, sie re reißt ihren linken Arm nach oben und dieses ja, Gespenst hinter ihr oder dieser Geist hinter ihr, der reißt dann auch genau den Arm nach oben, wie wir im nächsten Bild, glaube ich, sehen können. So. Ja, da macht sie den Arm links nach oben und ihr seht da oben dahinter hier, der mit der einen Hand umarmt er sie, mit der rechten, mit der linken Hand geht das Ding nach oben. Ja, sorry, aber wofür soll das denn stehen, wenn nicht für einen Geist? Ja, bestimmt nicht für irgendwie die Produktion von irgendeiner tollen Herrenmarke oder irgendwie eines Modelabels, sondern da geht sich darum, dieses Ding heißt Ariel, also luftig. Und Air, Luft, ja, zu Deutsch, in Englisch Air, ja, ist eben das Symbol des Geistes. Und da muss ich jetzt noch nicht mal das ganze Album kennen und noch nicht mal den Liedtext kennen. Und hier steht es da drauf, November 2005, ja, aus dem Album Die Roten Schuhe. Was habt ihr denn gedacht, was die da für Texte kolportiert? Und zum Schluss dieses Videos steigt eben dieses Ding auf in den Himmel. Ja, ist es nicht schön? Es ist zumindest nicht nur schön, es ist eindeutig, was damit gemeint ist. Im nächsten Bild habe ich ein zweites Bild aus derselben Perspektive. Ja,
Und da seht ihr eben, also wie dieses Ding, wie dieses Etwas immer weiter nach oben in den Himmel steigt. Und da seht ihr oben noch eine V-ähnliche Formation von irgendetwas. Ich weiß nicht genau, was es sein soll. Auf jeden Fall, das ist das, worum dieses Lied geht. Wenn das nicht über Geisterwelt geht und Geister geht, dann können wir die Serie, glaube ich, einstampfen. Also dann haben wir alle nicht genug aufgepasst. Ja, aber wie gesagt, die Symbolik hier ist sowas von eindeutig. Also es, ich habe mir den Songtext extra nicht angeguckt. Ich habe mir nur die Doku angeguckt und habe gesagt, ich habe so viele Ecken und Enden, wo ich Kate Bush mir angucken kann. Und ich finde es erstaunlicherweise so, dass die Dokumentation immer nur um den heißen Brei rumreden, wie toll, wie schön, wie inspirierend die Frau ist und niemals die Sachen beim Namen benennen. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zu dem, was ich jetzt oder was wir jetzt hier vorhaben. Und dafür benutzen wir jetzt einfach nur Bilder, Symboliken und Texte der Bibel. Hier habt ihr beispielsweise aus diesem King of the Mountain, habt ihr so einen Schneesturm. Und es gibt aus dem Fundus von Kate Bush ein Album bzw. ein Lied, das heißt 50 Wörter für Schnee. Ich meine, gut, ihr kennt ja sicherlich auch mehrere Symbole für Schnee. Ja, so Kalt, Eis, Schneemann. Und ein ganz bekanntes kennt auch Falco, nämlich Kokain. Ne? Das ist ja ein Schnee, hat man zumindest früher dazu gesagt. Und sie hat mal beispielsweise mal ein Album gemacht oder einen Liedtext gemacht, der also wirklich ein ganzes Lied nur mit Worten bestückt ist, die Schnee bedeuten. Also die Frau ist sehr, sehr speziell. Sehr, sehr speziell. Ne? Ihr seht also keine Liebe, keine Kinder, keine Tiere. Ihr seht immer nur solche Geschichten. Und am Ende dieses Lieds, King of the Mountain, da hätte ich jetzt mal eine Denkaufgabe. Da wird dieses Bild gezeigt. Ne? Rosebud mit einer Rose drauf. Ne? Und da kann ja jeder mal selber recherchieren. Ich habe da zwar meine Theorien zu, aber es geht halt dazu, ich gebe da mal eine Vorlage zu und dann ist es ja vielleicht auch mal ganz schön, wenn man mal selber so ein bisschen auf die Reise geht und dann plötzlich sieht, dass die Sachen, die da gezeigt werden, eben ganz unterschiedlichste Bedeutungen haben können, je nachdem, in welchem Rahmen die genommen werden, je nachdem, wer das macht und je nachdem, wann man das macht und ob es jetzt halt im zwischenmenschlichen Kontext ist oder halt einfach im okkulten Bereich ist, was könnte das heißen? Also es ist da so, dass aus dem Film von Orson Welles, Citizen Kane, der ein extrem bekannter Film ist, ist Rosebud das letzte Wort des sterbenden Citizen Kane, ja, der Ausgangspunkt für die folgende Handlung. Ja. Und er ist hier beispielsweise beschrieben als der letzte Moment von diesem Citizen Kane, der die Unschuld der Kindheit und die Glücklichkeit mit dem im Schnee spielen beendet, als eben dann jemand anders kommt und ihm dann wegholt, um ihn für sein neues Leben vorzubereiten. Ja. Soweit schon mal so gut zu Rosebud, denn es wird ja nicht umsonst dieses Bild gezeigt. Das heißt, Rosebud hat unendlich viele Möglichkeiten, was es bedeuten kann. Und das ist eben so, ich wollte nur mal eure Sinne dafür schärfen, dass eben nichts, was auftaucht, zufällig auftaucht, mal ebenso, sondern alles, was da gezeigt wird, hat eine Bedeutung, die die Protagonisten kennen, aber die wir erstmal enträtseln, entschlüsseln und entziffern müssen. Ja. So, und deswegen nochmal zu Ariel. Ja, warum denn Ariel und warum ist denn Geist immer so an Luft gebunden und warum machen wir denn diese Referenz dauernd und zeigen euch diese Bilder und dieses Luftige und alles? Und das hat eben, einer der Gründe ist der, dass es eben in der Bibel insofern Satan so beschrieben wird, wie er in Epheser 2 beschrieben wird. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Ja, und damit ist ja auch ganz klar, wer jetzt hier gemeint ist mit dem Fürst, der in der Luft herrscht, der Geist, der in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, ist also eben derjenige, der im Sinne der Bibel ungehorsam ist und das ist eben ganz klar, der Erste, der ungehorsam war, ist derjenige, der die erste Rebellion und Revolution angestartet hat im Himmel. Und das ist eben Luzifer, der dann auf die Erde geworfen wurde und von da an Satan, sprich Widersacher heißt. Ist ja ganz einfach eigentlich. Wenn ich weiß, wer der Herr ist, also unser allmächtiger Gott ist, dann weiß ich ja dann auch, dass derjenige, der gegen ihn rebelliert, eben der Widersacher sein muss. Der ist ja ihm gegenüber halt ja, feindlich gesinnt. Ne?
Jetzt habe ich hier ein Interview, was sehr langatmig ist. Und deswegen wollte ich mich eigentlich einfach im Sinne der Zeit und des Informationsgehaltes auch mal auf die Dinge konzentrieren, die eben ich jetzt hier vom Vorfeld schon mal rot markiert habe. Ja, und das ist eben die Geschichte mit diesen 50 Wörtern für Schnee. Also, der Dämon oder Yeti ist einer von vielen Charakteren, der eben in diesen 50 Wörtern für Schnee benannt wird, ein 9. Studioalbum von Kate Bush. Und da sehen wir schon wieder, das hat immer, immer einen okkulten Hintergrund, wenn Kate Bush schon solche komischen Dinge macht. Ne? Und das ist eben die erste Single aus dem Album Wilder Mann. Und das ist eine Metaphor, also das ist ein Synonym für die Brutalität gegen Flora, Fauna und so weiter. Und das kommt von dem Herrn Aleister Crowley. Ne? Und da sind wir eben gar nicht so weit weg von den ganz, ganz schlimmen Dingen, auf dieser Welt schon mal so ausprobiert worden ist. Und es gibt eben diese Idee, dass die Eskimos 50 verschiedene Wörter für Schnee haben. Das ist aber jetzt auch ein Mythos. Und ich kann das jetzt nicht beweisen. Es ist auch für mich nicht wichtig. Für mich ist wichtig, egal welche Texte die Frau sich in irgendeiner Art und Weise aussucht, es hat immer einen dunklen und okkulten und mystischen Hintergrund. Da gibt's nichts, wirklich nichts, was ich irgendwie ganz unbeschwert weitergeben könnte. Und der Frau dürft ihr bitte nicht für 5 Cent trauen. Ne? Gut, jetzt gehen wir mal weiter. Und das können wir uns auch sparen jetzt hier. Und hier habt ihr ein originales Interview, was ich bezeichnet habe, kopiert habe. Und da fragt jetzt eben der Interviewer die Kate Bush und sagt, Sie haben jetzt hier die Hauptsingle Wild Man, der wilde Mann, aus Ihrem neuen Album 50 Wörter für Schnee. Und es ist ganz klar, was das Thema ist. Und kulturell ist der Schnee sehr interessante Sache. Es kann Geburt, Reinheit, Alter, Tod und Sterilität symbolisieren. Ich frage mich, was es für Sie bedeutet. Und da lacht Kate Bush höhnisch und sagt, naja, also ich habe niemals gehört, dass es also irgendwie mit Alter oder Tod zu tun hat. Das ist echt ein Kracher. Ich denke, es ist wirklich magisches Zeugs. Das ist das, was sie gesagt hat. Deswegen habe ich es extra rot gemacht. Sie sagt, well, I think it's really magical stuff. Ha. Gut, also wir unterstellen jetzt nichts, sondern das ist das, was sie wirklich sagt. Und da habe ich mir gedacht, dann gucke ich doch mal weiter. Ne? Das ist eben nur die deutsche Übersetzung mit der deutschen Flagge, wie sie mal früher ausgesehen hat. Ja? Und das habe ich euch ja schon jetzt so kolportiert hier. Und der Rest ist also auch interessant, aber es würde halt alles viel zu lange dauern, deswegen kann man jetzt ruhig zwei Seiten weitermachen. Ja? Und da fragt dann wiederum der Interviewer, dieses Lied Misty und so weiter, die hat ja irgendwie eine Referenz zu einer Affäre von einem Mädchen mit einem Schneemann. Also nochmal, eine Affäre von einem Mädchen mit einem Schneemann. Ja, die nassen Kleider, die Idee, dass sie in seinen Händen, also dass er in seinen Händen schmilzt, also dass er in ihren Händen schmilzt und auf ihrem Bett und so weiter und so fort. Und da hat sie dann gesagt, Mensch, so, John, hast du mich gefragt? Was war eigentlich die Frage? Und er sagt, ja, ich habe gefragt, ob es irgendwie so einen sexuellen Unterton gibt auf dieser Platte oder ist es halt einfach nur kindisch und unschuldig? Ach, sagt Kate Bush, ach, dieser Song, ja, mit der Geschichte und so, aber mit der Geschichte, ja, wegen der Geschichte, okay, aber die anderen Lieder, ja, ich weiß nicht. Also sie hat sich da letzten Endes auch nicht positioniert. Ne? Also sie war da wohl bei dem Interview doch nicht so ganz dabei. Ne? Ja, und dann wird sie gefragt nach diesem Lied, was wir in der ersten Lesung mal hatten, und zwar dieses The Man with the Child in His Eyes. Also der Mann mit dem Kind in seinen Augen, zu Deutsch. Der Mann guckt ein Kind an. Es kann ja nichts anderes sein, weil ansonsten hat er ja kein Kind in den Augen. Ne? So, und deswegen hat der Interviewer zu Kate Bush gesagt, ja, jetzt korrigiere mich doch mal, wenn ich mich irre, aber dieser Song, also zumindest für mich, der hat doch irgendwie etwas zu bedeuten mit einer Fantasie eines fast idealen Liebhabers. Und da hat dann Kate Bush zu ihm gesagt, nö, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Die Idee ist vielmehr, dass sich da zwei Liebende, zwei Seelen, die sich dann halt in verschiedenen Zeitperioden treffen.
Ja, also sie treffen sich dann im Ancient Rome, also im antiken Rom, und dann treffen sie sich wieder irgendwo in der Zeit. Ja, aber in jeder Zeit passiert irgendetwas anderes mit dem und dann werden sie wieder auseinandergerissen und sie werden irgendwie wieder getrennt. Und da sagt der Interviewer, also ist es mehr wie eine metaphysische Love Story zwischen zwei Geistern, die sich dann halt verschiedener Körper bedienen. Und da sagt Kate Bush, ja, das ist wie zwei alte Seelen, die sich dann ab und zu treffen. Ja, das hat sie in diesem Interview gesagt. Und auch wenn es jetzt nicht eins zu eins Englisch top übersetzen kann, ja, lasst euch das mal, kopiert euch das raus, guckt euch das Interview an. Das ist das, was sie sagt. Solche Ideen hat die eben, ja, dass man Zeitreisen machen kann. Das ist das, was sie hier mit aussagt. Das ist das, was sie sagt. Keep on meeting up in different periods of time. Ja, gehen wir weiter. Wenn ich das gewusst hätte von Anfang an, was da alles mit Kate Bush kommt, eieieiei. Da habt ihr doch mal ein schönes Bild, ne? Da habt ihr, den Rahmen hat er sich wahrscheinlich von Alan Parsons so ein bisschen geliehen. Diesmal ist es halt alles farbig und nicht schwarz-weiß. Ich habe dir dieses Bild extra eingefroren, unten drunter ganz groß geschrieben, Text! Denn der Rabe selber ist ja schon okkult, weil er der Überbringer und der Botschafter ist. Also so quasi eine Merkur-Allegorie. Merkur ist ja auch in der Luft, ne? Hermes mit den Flügeln unten an den Stiefeln und an dem Helm, ihr erinnert euch, ne? Freddie Mercury. Freddy der Götterbote, wenn ihr so wollt. Ne? Fragt sich immer nur, für welchen Gott er unterwegs ist. Aber es steht da oben drüber direkt: It is where the shadows come to play. Ich denke, jetzt schlägt es im wahrsten Sinne des Wortes 13. Warum 13? Ja, weil 13 eben auch die unheimliche Zahl ist, aus verschiedensten Gründen. Und ja, naja, deswegen im Text steht ganz, ganz eindeutig, das muss ich mal selber hier scrollen, verkehrte Maus, so. This is where the shadows come to play. Also das ist, wo die Schatten jetzt mitspielen, ne? Wo die also jetzt ins Spiel eingreifen. Somewhere in between. Ja, und somewhere in between ist twixt the day and night, also zwischen dem Tag und der Nacht. Und sie sagt auch eine ganze Menge hier aus, somewhere in a dream between sleep and waking up. Also irgendwo zwischen Schlaf und Aufwachen. Ja, das ist diese ganz spezielle Phase übrigens, die Wolfgang Amadeus Mozart nach meinem Wissen nach genutzt hat, weil er da so unendlich kreativ war und seine Inspiration bekommen hat. Das habe ich ja, glaube ich, in Folge Nummer 9 mit Amanda Lear, Salvador Dali und die Beatles und die Drogen im Part 2, Stück 2, habe ich das mal mit diesem Spirare auch mal erklärt, was das heißt, wenn man Inspiration bekommt. Ne? Und sie sagt ja hier, like Twilight, also wie Dämmerung, es ist weder Nacht noch Morgen. Also es ist immer dazwischen und das ist genau die Zeit, wo also auch die Geisterwelt sehr, sehr aktiv ist im Übrigen. Ne? Und deswegen, wenn sie sagt, jetzt ist der Engel, this is where the shadows come to play, muss man eins wissen, was Shadows bedeutet. Shadows bedeutet im Okkulten immer Geister. Das ist das, was du nicht abschütteln kannst. Ja? Also du kannst nicht deinen Schatten abschütteln. So, und es gibt auch eine Nacht voll Schatten, das hat mal Juliane Werding, glaube ich, besungen. Die ist heutzutage, wenn ich mich richtig erinnere, Heilpraktikerin irgendwo in München oder so. Und Juliane Werding hat also auch eine Nacht voll Schatten gesungen. Und nachts gibt es also auch Schatten, wenn der Mond scheint. Ne? Und der Mondschein ist auch im Okkulten extremst wichtig. Warum, wieso, weshalb, sprengt jetzt alles wieder. Aber Shadows ist überhaupt nicht positiv. Und deswegen habt ihr vielleicht noch die Sendung Nummer 13 im Kopf mit Bob Dylan, der dann sagte, irgendwie mit Shadows und Schatten zu Mittag. Da war mir dann auch schon klar, worauf der gute Mann da anspielt. So, einmal husten mit gemutetem Mikrofon. Moment bitte. So, wieder da. So, und da ich jetzt nicht alleine bin mit dieser Schattengeschichte, habe ich mir jetzt euch mal ein Hexenbuch aufgelistet. Und zwar ist das dieses berühmte Book of Shadows. Und das ist eben nicht meine Idee, ja, sondern das ist eben The Book of Shadows. Das ist im Wicca ein ganz bekanntes Buch. Das basiert auf noch älteren, noch viel bekannteren Büchern. Und das gibt es eben auch nicht nur bei Wicca, sondern in anderen Geschichten. Ihr seht von der Symbolik her jetzt schon wieder, ne, die berühmten Farben. Ihr seht dann Wachskerzen. Ihr seht ganz, ganz, ganz verschnörkelte Sachen. Ihr seht einen Triquetra. Ihr seht da Dreieinigkeitssymbol auf dem Frontcover und so weiter. Es sieht halt alles schon sehr, sehr
wichtig und mächtig und aus und geht letzten Endes darum, dass es ein Zauberbuch ist, also ein Buch ist mit Zaubersprüchen. Ja, das ist Book of Shadows und daher sind natürlich die Shadows, die man da drin aufgelistet hat in dem Book of Shadows, dann ist doch auch, glaube ich, klar, was mit Shadows gedacht ist und gemeint ist. Und vor allen Dingen, überlegt euch mal die Allegorie, wenn Jesus Christus sagt in Johannes 8,12, ich bin das Licht der Welt, ja, wer ist denn derjenige, der nur zu Nachtzeiten bei Mondschein rauskommt und Schatten wirft oder Schatten ist? Ist dann halt der Gegenspieler, den wir ja schon in Epheser 2,2 eben da berücksichtigt haben. Ne? Das ist ja eben so, wie es ist. Ne? Also ein Book of Spells ist halt ein Buch der Zaubersprüche. Ist definitiv extremst ätzend, die ganze Materie, die Kate Bush jetzt hier macht. Aber sie macht ja diese ganzen Allegorien. Sie sagt es ja selber in Interviews auch. Es ist Magie. Zeitreisen und dieses und jenes und Geister und so weiter. Ja, da habt ihr hier Book 50 Words of Snow. Das ist auch in diesem Video da beschrieben. Da haben wir zwar mal einen sogenannten Kuss, aber der ist jetzt wiederum auch von einer Frau mit einem Wesen, so einem Schneemann. Also ihr seht, es hat nichts mit normalen, natürlichen Gefühlen zu tun. Das sind halt alles okkulte Themen, die sie da aufgreift, ne? Ja, machen wir weiter mit dem letzten Bild. Da habe ich euch nur mal gezeigt. Guck mal, die Dame hat also auch durchaus okkulten Geschmack mit ihrer Farbwahl. Da tanzt sie dann da irgendwie im Schnee oder so, wenn ich mich richtig dran erinnere. Und deswegen muss ich jetzt halt einfach mal die alles entscheidende Frage gleich stellen, die ich da stellen will. Wie es denn, wie gesagt, mit Kate Bush aussieht. Ihr seht sie da in einer Yoga-ähnlichen Pose da sitzen und mit Yoga hat sie garantiert auch da rumexperimentiert und ich habe mir gedacht, wir steigern uns jetzt mal langsam. Und deswegen kommen wir jetzt zum nächsten Lied von ihr. Das heißt Hammer Horror. Und da fiel mir doch ein, es gibt einen Horror-B-Movie-Produzenten aus den 60er Jahren, der heißt Hammer House of Horror. Und Hammer Horror, also Hammer Horror, ist ja nun halt wirklich nichts Positives. Ja? So. Also ihr werdet euch bei dem Bild auch nicht erschrecken. Darum geht es auch nicht. Aber es geht um den Text der Damen. Und jetzt müsste der hier ganz große Ohren kriegen. Du standest im Glockenturm, aber du bist jetzt weg. Wer kennt denn alle Ansichten der Notre Dame? Na, da gucken wir uns doch mal diese Ansicht an. Das ist eine Sehenswürdigkeit. Also ob der würdig ist, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass er gehörnt ist und ich weiß, dass er Flügel hat. Und ich weiß, dass es kein Mensch ist. Und ich weiß, dass der auf der Notre Dame hockt. Auf der Kirche, die heißt Unsere Frau. Notre Dame. Unsere Frau. Und da haben wir eben diese Symbolik, aufgrund dessen sich damals auch der Tempelritter Jacques de Molay damals hat da umbringen lassen, aber nur mit dem Blick auf die, glaube, Ostseite ist das, damit er da nochmal die schöne Fratze von diesem Teufels, ja, Baphomet oder wie auch immer ihr den jetzt bezeichnen wollt, es sind alles verschiedene Namen. Ihr seht im Hintergrund da hinten den Eiffelturm, der auch ein heidnisches Symbol im Übrigen ist. Deswegen könnt ihr ja sicher sein, das ist tatsächlich Paris. Ne? Das ist also tatsächlich Notre Dame aus Paris vor dem Brand, der ganz sicherlich ganz andere Hintergründe noch hatte, die wir jetzt hier so nicht erzählen können und auch nicht wissen können. Das hat doch jetzt mit dieser Lesung mit Kate Bush nichts zu tun, aber ich meine, Entschuldigung, Kate Bush scheint ja mehr zu wissen, wenn sie sagt, wer kennt denn alle Sehenswürdigkeiten von Notre Dame? Also das ist doch wohl schon ganz, ganz, ganz eindeutiger Kram, ja? Und sie hat jetzt dazu gesagt, ich habe es in Deutsch übersetzt, sie haben die Sterne für die tapferen Herzen, ich bin der Ersatz für deinen Teil. Aber alles, was ich tun möchte, ist zu vergessen, du Freund. Ja? They've got the stars. Die Sterne. Ja? Da sind wir wieder bei den Stars. Und damit Stars ist auch klar, ne? Bei Amanda Lear und die gefallenen Engel, Folge 6 oder 7. Stars sind gefallene Engel. Ne? Stars sind Dämonen. Das ist ein anderes Wort dafür. Oder wenn wir so wollen, Synonym. Das ist halt, wenn ihr so wollt, okkulte Sprache. Das fällt einem anderen nicht auf. Die sagen, ja, so Starschnitt und so weiter, das Star Wars, Stars on 45, das fällt so gar nicht auf, weil es halt ganz normale Umgangssprache ist. Aber diese Umgangssprache hat eben etwas anderes zu bedeuten. Ja, sie hat hier beispielsweise geschrieben, oh Gott, du brauchst die Führungsrolle. Ich war es nicht, der
dich dazu verleitet hat. Ja, also sie hat immer eine Gott-Referenz damit. Ja? Sie hat immer eine Gott-Referenz damit. Und bei den Themen, die sie sich hier mit Horror und Notre Dame und so weiter aussucht, ja, es kann ja nichts Christliches Positives sein. Und deswegen glaube ich, dass wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen können, dass sie einen anderen Gott hat als den, den wir anbeten. Ja? Und dann hat sie auch noch gesagt, who calls me from the other side of the street? Und wer tippt mich auf die Schulter? Ja? Ihr wisst doch bitte schön, was jetzt the other side ist. Ja? Oder the dark side. Ist doch jetzt egal. Es ist immer dasselbe. Ne? So, und so weiter und so fort. Also deswegen fand ich Hammer Horror natürlich ein Hammer, ne? Weil diese Sehenswürdigkeiten von Notre Dame eigentlich klar ist. Das sind nicht nur die einzigen Sehenswürdigkeiten, die da jetzt bei Notre Dame aufploppen. Man könnte da jetzt noch ganz andere Sachen nehmen. Da gibt es auch noch im Eingangsbereich noch Dinge und so. Aber da geht es jetzt gar nicht drum. Wo es sich halt drum geht, ist, dass sie wiederum so ein Thema gemacht hat. Und ihr habt ja auch noch zum Glück, damit ihr euch selber nochmal davon überzeugen könnt, dass ich da jetzt die Wahrheit rede, das heißt der Stunde der Wahrheit, habe ich euch jetzt nochmal da zwei Bilder aus dem Video nochmal unten mit reingeklebt. Ne? Da seht ihr dann auch schon wieder diese Referenz. Ne? Ihr seht da jetzt die Kate Bush mit einer Rose im Haar und in Schwarz mit vier Händen und diese anderen zwei Hände, die da kommen, die kommen von hinten. Da seht ihr einen komplett schwarz maskierten Mann oder Frau, man kann es nicht genau sagen, der dann hinter ihr steht und deswegen natürlich auch ein Shadow ist. Ihr seht ja nicht gar nicht, ihr seht ja nur seine Umrisse sozusagen und ihr seht auch die Hände dann, aber es ist dann letzten Endes auch wieder, dass sie damit schon wieder andeutet, aha, guck mal hier, ich werde von einem Geist gelenkt oder ich werde zumindest von einem Geist unterstützt. Ja, ich werde von einer dunklen Macht unterstützt. Macht euch da bitte eure eigenen Gedanken zu, was es denn bedeuten könnte. Das ist nicht nur künstlerisch. Diese künstlerische Freiheit, diese künstlerischen Themen sind immer nur ein Vorwand, genau wie diese fernöstlichen Religionen, um okkulte Zauberei, um Teufelsanbetung praktizieren zu können und das alles unter dem Deckmäntelchen der Kunst. Das geht dann hin bis zu entsprechenden Opferungen. Ja? Das ist alles dann Kunst. Aha. Aber das ist eben dann keine Kunst, das ist eben nur Maskerade. Das ist eben nur eine Maskerade. Und das Zweite ist, das Bild, was aus diesem Video kommt, da haben wir doch endlich mal etwas, was jeder kennt. Ja, Kate Bush, die dann da so aussieht. Ja, also wie gesagt, trauen Sie bitte dieser Frau nicht und vertrauen Sie dieser Frau bitte auch kein einziges Kind an und auch keinen müden Cent an. Diese Frau weiß genau, was sie tut und diese Frau ist nur auf ihrem Trip, das heißt, ihr Ego auszuleben. Das kommt in jedem ihrer Videos raus. Es geht nie um den anderen, es geht immer nur um ich, ich, ich. Und deswegen zeigt sie uns da jetzt bewusst oder unbewusst ein kleines Zeichen, ob sie das damals wusste oder nicht. Ich weiß es jetzt nicht, ich kann es jetzt nicht sagen. Ich kann jetzt noch ein paar verschiedene andere Dinge zu dem Bild sagen, beispielsweise ein silberner Ring um den kleinen Finger, aber es geht jetzt nur darum, dass es beispielsweise ein unendlich bekanntes und inzwischen auch schon langweiliges Zeichen ist, und zwar dieses Zeichen 666, was eben bedeutet, dass man einen heidnischen Gott, der eigentlich im sumerischen, mesopotamischen seinen Ursprung hat und nicht nur jetzt irgendwo schon zu Zeiten Julius Caesars oder Alexander des Großen, sondern viel, viel weiter in die Vergangenheit führt, dass man den jetzt damit huldigt und anbetet. Und das ist eins der Zeichen, die mir persönlich unter vier Augen von einem ganz, ganz, ganz profunden, extrem profunden Okkultisten auch damals schon bestätigt worden ist. Das ist jetzt alles schon ewig her. Ja, ewig her. Und das war zu Zeiten, da hatte ich kein Internet und nichts. Also diese Dinge, die werden eigentlich, viele Dinge werden unter vier Augen besprochen und die finden nicht irgendwie in Bücher Einklang und Einzug und ins Internet nicht und so. Das sind halt die normalen Dinge, wo man halt schon sehen kann, wenn man auf das nächste Bild uns anschauen. Das machen ganz, ganz viele Stars. Wir haben oben links, zwei davon links, da haben wir jetzt hier den Justin Bieber, als er noch jung war. Der streckt auch direkt die Zunge raus. Ne? Zunge rausstrecken, beispielsweise auf Bildern, ist auch eine Reminiszenz an die Schlange. Ne? Denkt an Gene Simmons. Wir haben ganz unten links, glaube ich, Leonardo DiCaprio, wenn ich mich nicht alles täusche. Daneben haben wir definitiv Jackie Chan. Ja, der nach außen hin immer so Mr. Nice Guy, so heißt er auch, eins seiner Lieder spielt, aber im wahrsten Sinne des Wortes ganz genau weiß, wem er da das alles so irgendwo zu verdanken hat. Ne? Und
Dann haben wir halt unten rechts, zweite von rechts mit dieser extrem künstlichen strohblonden Frisur bzw. Perücke haben wir dann wohl auch Lady Gaga. Und die anderen, da müsste ich mal gucken, wer das jetzt im Einzelnen ist. Dazwischen hier Johnny Depp. Johnny Depp, ja. Mhm. Ja. Hey, du bist ja auch noch da. Ja, ja, ich habe nicht geschlafen, ich habe aufgepasst. Nee, wir sind ja jetzt auch genau bei einer Stunde. Ich finde das auch gut, dass wir jetzt so da, ne? Und deswegen am nächsten Bild habt ihr dann noch mehr Leute und noch mehr Leute und noch mehr Leute, ne? Und Schafe sagen immer, ach, es ist alles nur ein ganz großer Zufall. Ja. So ist das in dieser Welt. Es gab da mal eine sehr gute Dokumentation, die habe ich meiner Mutter mal gezeigt vor einiger Zeit in Deutsch. Über Leute, die sich das Auge zuhalten und die dieses 666-Symbol machen und die dieses Symbol auch machen, was die Merkel auch immer macht mit ihrer Hand, dieses Dreieck. Und da hat selbst meine Mutter nach 20 Minuten gesagt, nee, das ist kein Zufall. Das kann kein Zufall mehr sein. Aber leider kommt das dann manchmal von Leuten, von denen der unbedarfte Mensch das eigentlich gar nicht erwartet. Und dann sagt man doch, nein, der auch? Ja. Ja, und was dabei rauskommt bei diesem Hammer-Horror und bei dem Notre Dame und so weiter alles, das finde ich sehr interessant. Ein Bild, denke ich mir, können wir noch zeigen jetzt hier in diesem Rahmen dieser Sendung. Dann wird es auch schön abrunden. Das ist das nächste Bild. Das ist nämlich das Schlussbild von dem Video Hammer-Horror. Das ist doch mal eine selbsterfüllende Prophezeiung, oder? Findest du nicht, Jörg? Ich finde das Bild ziemlich grausam. Ja, aber das Bild hat Kate Bush sich anscheinend so gewünscht. Naja, das bezweifle und das, ich gar nicht. Und das ist auch das, was letzten Endes dann klar ist. Der Geist, der jemanden leitet, ist immer stärker als der Mensch. Auch wenn es viele Menschen gibt, die sich für so intelligent halten, dass sie Geister und alle Dämonen kontrollieren könnten. Oder austricksen können. Dr. Faustus, ne? Ja, ja, eben. Und ja, ich fand dieses Bild eben schon sehr interessant von der Symbolik her. Ne? Ja, es ist eine gute Zeit aufzuhören. Es ist 9/11. Ja, okay. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Und auch wenn jetzt heute nur ein Bibelzitat kam, im Endeffekt aufladen nach diesen ganzen Schauerlichkeiten könnt ihr euch eigentlich nur mit der Bibel. Denn da steht nicht nur die Wahrheit drin, sondern dieses Buch ist von Gott selber ordiniert gewesen. Und am besten die King James Bibel 1611 oder zur Not auch die Deutsche Schlachter 2000 Übersetzung. Und wenn euch dann eigentlich welche Dinge da auffallen, die komplett im Gegensatz zu dieser Welt stehen, dann fürchtet euch nicht und dann seid getrost, dass das, was da drin steht, eben stimmt, weil alles auf dieser Welt im wahrsten Sinne des Wortes, vor allem wenn man das letzte Bild betrachtet, völlig auf dem Kopf steht. Und damit gebe ich noch mal kurz zurück zum Jörg. Ja, danke. Ich habe aber eigentlich gar keine Schlussworte mehr. Mir bleiben eigentlich meine Worte ziemlich im Halse stecken mit dem, was du heute die ganze Zeit da rausgeschickt hast über die Kate Bush. Da tun sich ja Abgründe auf, die sind ja noch viel tiefer, als man bisher schon erwarten konnte. Also, warte mal auf die nächste Sendung. Ja, ich habe das schon befürchtet, dass du sowas sagst. Ja, wir werden ja noch ein paar Sendungen wahrscheinlich damit beschäftigt sein, weil das Skript hatte 271 Seiten und da sind wir noch nicht ganz und wir müssen das ja durcharbeiten, auch wenn wir natürlich nicht jede Seite einzeln lesen, aber ich denke, dass diejenigen, die sich später diese Papiere runterladen können aus dem Internet, einen sehr interessanten Abend oder sehr interessante Abende verbringen können, mit ein wenig tiefer da reinzuschmökern, ihre eigenen Untersuchungen anzustellen und sich dann dadurch durch ihre eigenen Untersuchungen, das ist eigentlich der Punkt, auf den ich hinaus will, davon überzeugen können, dass wir ihnen hier probieren, die Wahrheit zu sagen. Nur die meisten Leute glauben die Wahrheit ja nicht, wenn man sie ihnen erzählt. Sie glauben sie nur, wenn sie sie selbst rausfinden. Dafür müsst ihr euch aber mal auf eure vier Buchstaben setzen. Da müsst ihr euch anstrengen. Das wird dann nicht auf dem Silbertablett serviert. Da muss man etwas für tun. Und wenn ihr das wirklich von Herzen tut, um den Dingen auf den Grund zu gehen, dann ist das ein Zeichen, dass ihr vom guten Geist geleitet wird. Weil Jesus hat gesagt, ich muss gehen. Denn wenn ich nicht gehe, kann ich den Tröster nicht senden. Und der wird euch in alle Wahrheit leiten. Und den findet ihr vor allen Dingen in der Bibel. Und der wird euch auch in die Wahrheit leiten, wenn ihr andere Dinge lest. Der wird auf einmal euch ermöglichen, Zusammenhänge zu sehen, die ihr vorher nie gesehen habt.
Weil euch das Transferdenken in diesem System, in dem wir leben, abgelernt wird. Und er wird es euch wieder anlernen. Und ihr werdet auf einmal Punkte miteinander verbinden können. Und ihr werdet auf einmal Abstand von der Sache nehmen können. Mit anderen Worten, ihr könnt das tun, was Jesus gesagt hat. Lebt in der Welt, aber seid nicht von der Welt. Das heißt, man kann Abstand von der Welt nehmen. Und auf einmal formt sich aus diesem, ich sag mal, mystischen Mosaik, was man da so sieht, wo man gar nicht richtig was erkennen kann. Je weiter man weggeht, formt sich da ein Bild. Und das Bild, das ihr am Ende sehen werdet, ist, dass der Papst nichts anderes ist als eine Maske, die Satan aufgesetzt hat. Weil es steht bereits geschrieben, der Satan hat sich verkleidet als ein Engel des Lichts. Und darum ist es auch nicht verwunderlich, dass seine Mitarbeiter verändert sind in Mitarbeiter der Gerechtigkeit. Genauso tun sie sich vor. Und genauso tun sich diese Musikstars vor, die jetzt hier in diesem Fall Kate Bush, die wir besprechen, oder auch Queen oder Elvis Presley oder Elton John oder nennen Sie mal auf, die wir besprochen haben. Das sind doch, wenn sie sich uns präsentieren, dann wollen sie unsere Sympathie. Ja? Sie wollen unsere Liebe. Amanda Lear, die geliebt werden will. Sie wollen unsere Anerkennung, sie wollen unsere Liebe, sie wollen unsere Aufmerksamkeit. Und dafür müssen sie uns umschmeicheln. Dafür müssen sie uns Honig ums Maul schmieren. Und das tun sie mit guter Musik und das tun sie mit Texten, die wir dann gar nicht verstehen, weil wir von der Musik getragen werden. Und wir lassen uns dann einlullen und wir können uns nur auslullen lassen, wenn wir zur Wahrheit finden, die im Wort Gottes steht. Und deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass wir unsere Bibel lesen. Bis zum nächsten Mal. Maranatha. Maranatha. Seek deep to hide their counsel from the Lord.